Dann wisst ihr, wo das Geld bleibt. Okay, Angela wollte noch was erzählen. Ja, ich bleib mal sitzen, weil ich bin ganz ehrlich, mit ein bisschen niedrigem Blutdruck gesegnet. Wenn ich mich da vorne hinstelle, brauche ich zwei Leute, die mich festhalten, sonst kippe ich um. Worüber will ich sprechen? Ich will über Armut sprechen. Und was ganz wichtig ist und was immer wieder verschwiegen wird, ist die Armutsindustrie. Und wir haben hier in Deutschland und weltweit überall eine ausufernde Armutsindustrie, die daran verdient, dass andere Menschen arm sind. Alleine in Deutschland hat diese Industrie 250.000 Mitarbeiter und macht jährlich einen Umsatz von 100 Milliarden. Womit machen sie diese Milliarden? Diese Milliarden machen sie, indem sie zum Beispiel Hilfsorganisationen aufbauen, indem sie Kurse organisieren etc. Doch wenn ich mir jetzt mal die armen Menschen hier bei uns in unserem Land angucke, was brauchen diese Menschen? Diese Menschen brauchen als erstes ein Grundeinkommen, das ihnen garantiert nicht weggenommen werden kann. Und ich rede hier von Hartz IV. Wie kann es sein, dass der Staat sich hinstellt und sagt, bei uns muss niemand verhungern, bei uns muss niemand obdachlos werden, diese Lügen erzählt und auf der anderen Seite, auf den Arbeitsämtern, wird fleißig immer wieder Hartz IV unter fadenscheinigen Gründen gekürzt. Diese Menschen bekommen, wenn sie sich arbeitslos melden, manchmal 3-4 Monate keinen Bescheid. 3-4 Monate kein Geld, nichts, niente. Die wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Dann kommt irgendwann das Geld und bei der kleinsten Kleinigkeit wird dieses Geld gekürzt. 10%, 20%, 30%. Es gibt mittlerweile einen Mann in Deutschland, der hat mittlerweile so viele Kürzungen, dass er mindestens die nächsten anderthalb Jahre kein Hartz IV mehr bekommt. Er weiß nicht, wovon er leben soll. Er lebt nur von der Unterstützung durch seine Mitmenschen. Doch was können wir da tun? Wir können eine ganze Menge tun. Wir müssen darauf bestehen, dass Hartz IV unangetastet bleibt. Es ist das absolute Existenzminimum. Und da zu kürzen, das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, ist unmenschlich, verfassungswidrig. Aber die Argen halten sich nicht daran. Die Argen finanzieren dann sogenannte Eingliederungskurse. Dort werden IT-Menschen in Kurse gesteckt, wo sie lernen sollen, mit dem Computer umzugehen. Es gibt Kurse für Jugendliche, wo sie erstmal lernen sollen, morgens aufzustehen und überhaupt pünktlich zu sein. Solche Kurse sind sinnlos, aus einem ganz einfachen Grund. Niemand erkennt einen Sinn dahinter. Ich kann nicht fünfmal nacheinander als Arbeitsloser zu so einem Kurs gehen und jedes Mal aufs Neue lernen, wie ich Bewerbungen schreibe. Wir könnten diesen Menschen ganz andere Hilfen anbieten, indem wir sinnvolle Kurse machen, indem wir richtige, echte Umschulungen finanzieren, indem wir ausbilden, diese Menschen ausbilden. Im Pflegebereich werden so viele Pflegekräfte gesucht. Aber in Wolfenbüttel kämpft eine ganze Klasse darum, überhaupt, dass sie überhaupt ihre Schule weitermachen kann oder dass überhaupt eine neue Klasse eingerichtet wird. Es gibt Menschen, die wollen diese Ausbildung und bekommen sie nicht. Doch das, was hier bei uns passiert, es passiert auch in anderen Ländern, nur auf andere Art und Weise. In Afrika zum Beispiel ist diese Hilfsindustrie, hat einen Umfang von 1.000 Milliarden Euro. Das bedeutet aber auch, mit diesen Hilfslieferungen zerfallen die Staaten und es ist keine echte Hilfe zur Selbsthilfe. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich in eine Gegend so und so viele Sack Reis liefere, dann wird der Bauer nebenan seinen Reis nicht mehr loswerden. Es wird ihm also die Lebensgrundlage entzogen. Gerade in Afrika, viele Menschen machen sich über das Mittelmeer auf den Weg, landen in Lampedusa und erhoffen sich hier in Europa ein besseres Leben. Ich kann diese Menschen verstehen, natürlich.
Aber wie könnten wir viel besser helfen? Natürlich, wir könnten alle aufnehmen, aber allein wenn wir hier in Deutschland 1 Million Menschen im Jahr aufnehmen, dann hat das Afrika innerhalb von einer Woche reproduziert. Ist das also eine echte Hilfe? Nein, das ist es nicht. Wir müssen in diesen Ländern etwas bewegen. Und das Erste, was wir tun könnten, wäre ein kompletter Schuldenerlass für Afrika. Danach müssen die Banken dort zerschlagen werden. Ne? Denn diese Banken sitzen den Staaten im Nacken, ne? Und so, dass die Staaten alles Mögliche aus den Menschen rausziehen, sodass sie überhaupt nicht auf die Beine kommen. Die haben überhaupt keine Chance. Erst wenn wir den Staaten wirklich eine Lebensgrundlage geben, ne? Indem wir zum Beispiel unsere Märkte öffnen. Es gibt die Freihandelsabkommen mit Afrika. Aber wusstet ihr, dass die Afrikaner eigentlich knebeln? Dass die durch diese Freihandelsabkommen überhaupt keine Chance haben, ihre Waren hier in Europa zu verkaufen, und dass wir deswegen Hilfslieferungen hinliefern, um unser Gewissen freizuhalten. Womit kann man einem Staat helfen? Gibt es zwei Dinge. Das eine ist Rechtssicherheit. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass wenn sie etwas aufbauen, dass ihnen der Staat nicht nach 2 Jahren vielleicht unter irgendwelchen fadenscheinigen Gründen wieder wegnimmt. Und wir dürfen nicht weiter sinnlos Lebensmittel verteilen, ohne zu schauen, in welchen Gegenden ist es sinnvoll, also zum Beispiel in Flüchtlingslagern, ist ganz klar, aber doch nicht unkontrolliert einfach nach Afrika pumpen, ne? Weil dies zerstört die Landwirtschaft. Hier in Deutschland ist es mittlerweile auch so, wenn wir das mal überlegen, da geht es wieder darum, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Wir haben hier in Deutschland 50% der Arbeitsplätze, die indirekt vom Staat abhängen. Also sogenannte sinnlose Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, die keine Werte erschaffen. Und diejenigen, die Werte erschaffen, zahlen mit ihren Steuern dafür, dass diese anderen 50% alimentiert werden. Natürlich brauchen wir eine Polizei. Es spricht niemand dagegen. Aber es gibt viele andere Organisationen, die auch mit unseren Steuergeldern unterstützt werden, ne? Die sich aber im Prinzip nur damit beschäftigen, irgendwelche hilfsbedürftigen Menschen zu finden, die sie unter irgendwelchen Begründungen irgendwie unterstützen können, etc. Und das ist eigentlich die Lebensgrundlage dieser Organisationen. Und da ist das Problem. Die helfen den Menschen nicht wirklich. Die helfen ihnen immer gerade so, dass sie noch über Wasser bleiben können. Aber sie helfen ihnen nicht so, dass sie nicht mehr arm sind. Weil wenn sie nicht mehr arm wären, dann hätten sie ja keine Klientel mehr. Ich möchte noch mal was zum Thema privat sagen. Wir kennen denn eigentlich das Wort privat. Das Wort privat kommt von privare. Und privare heißt berauben. Was können wir also tun in den Dingen, die wir nicht wollen? Wir können bei uns selber anfangen. Wir können nicht den anderen Menschen sagen, du darfst das und das nicht tun, du sollst das nicht kaufen oder so. Nein, wir müssen in uns selber anfangen. Was wollen wir? Wir wollen gesunde Lebensmittel? Ja, dann müssen wir gesunde Lebensmittel kaufen. Dann müssen wir halt mal 1 Euro mehr ausgeben, auch wenn wir vielleicht wenig haben. Ich habe das Experiment gemacht. Ich bin komplett auf Bio umgestiegen. Bei mir gibt es nichts anderes mehr. Ich kaufe im Bioladen, ich kaufe im Hofladen etc. Und ich weiß ganz genau, wo meine Nahrung herkommt. Ich kaufe nur frisch und ich koche nur selbst. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe es geschafft. Ich gebe deswegen nicht mehr aus für Lebensmittel. Ich kaufe bewusster, weil ich jetzt auch in kleinen Mengen kaufen kann. Genauso ist es mit meinem ganzen Konsum. Ich übe ganz ausdrücklich Konsumverzicht. Klamotten kaufe ich im Secondhand oder tausche. Ich bin in mehreren
Flohmarktbörsen und solchen Sachen drin, wo man Sachen tauschen kann. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Ne? Und würdest du. Du kannst dann gleich das Mikrofon haben und kannst deine Kritik üben. Da hat keiner was dagegen einzuwenden. Ne? Aber wir würden doch bitten, so viel Respekt zu haben, erstmal eine Person ausreden zu lassen. Dankeschön. Konsumverzicht. Konsumverzicht bedeutet für mich auch, dass ich alle Sachen so lange wie möglich behalte, repariere und nicht immer etwas Neues kaufe. Ich brauche kein neues Handy, ich brauche keinen neuen Fernseher. Ich schaue kein Fernsehen mehr. Und wir sollten sehen, wie wir wieder miteinander reden können, wie wir miteinander tauschen können, wie wir miteinander uns gegenseitig helfen können. Und dafür sind wir hier. Deswegen würde ich euch bitten, redet miteinander, vernetzt euch. Und dann können wir Ideen entwickeln, wie wir im Kleinen etwas bewegen können, was sich ausbreiten kann. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir, aber ich muss dir leider sagen, dass ich enttäuscht von dir bin, tiefst enttäuscht von dir bin, wie du versuchst hier zu demagogisieren. Ich hab immer das Mikro. Warum ist sie eine Demagoge? Warum? Weil sie Dinge erzählt, die so nicht richtig sind. Was ist nicht richtig? Was wichtig ist, ist, dass du Geld beziehst vom Staat. Du arbeitest doch gar nicht. Ja und? Das ist scheiß drauf, wenn ich mir die Hände blutig mache oder was? Nein, das sollst du nicht. Du musst doch einfach mal sehen, dass das System dich auch unterstützt. Ja? Du erhältst Geld für gar nichts. Darf ich mal kurz? Also, der Mann sagt, ich krieg Geld für gar nichts. Ich bin Fabian Göttling. Und ich bin ziemlich früh in diesem Leben zu dem Punkt gekommen, dass ich mich gefragt habe, will ich hier mitspielen? Da war ich vielleicht 13, 14. Und ich habe mich gefragt, muss ich wirklich einen Führerschein haben? Muss ich wirklich Abi machen? Muss ich wirklich all das, was mir dieses System subversiv immer wieder in mein Hirn schädeln will, damit ich ein anständiger Mensch bin? Nein, muss ich nicht. Ich glaube viel eher, ich muss Widerstand leisten gegen alles, was dieses System ausmacht. Das ist meine Bürgerpflicht. Und das habe ich versucht. Und ich habe es auch mit vielen alternativen Wegen versucht, im Positiven. Ich habe in einer Bergkommune gelebt, wirklich abseits von allem, was hier irgendwie Bedeutung hat, völlig weg. Wirklich, da muss man zu Fuß einen kleinen Bergpfad hochlaufen. Da war nichts. Und ich habe da oben gesessen, habe gedacht, ey, wunderbar, ey, so kann das Leben sein, ja. Jetzt wissen ein paar Freunde, dass ich hier unten irgendwie nachhaltig lebe, alles richtig mache und das war's.
Ja, ich habe die traurige und dumme Entscheidung getroffen, wieder herzukommen. Und es ist jetzt lange her so, es ist ein harter Kampf, hier überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen. Und ich finde es wunderbar, dass es diese Montagsdemonstration gibt, weil sie außerhalb von allen stupiden und wirklich unterwanderten oder indoktrinierten Strukturen, die wir in der Vergangenheit hatten, erstmal frei sind. Warum sind wir darum frei? Ich finde, das ist ja ein wichtiger Treffpunkt für alle, die wirklich Widerstand leisten wollen, weil es geht darum, dass jeder gefragt ist, dass jeder hierher gehen kann, jeder sagen kann, das und das gefällt mir nicht, da möchte ich hin. Ich habe mir gerade einen guten Vergleich einfallen lassen, so wir haben ja, ich nenne sie jetzt mal Gegner, ich bin Verschwörungsterrorist, stehe ich ganz offen zu, ja. Also ich glaube daran, dass es Menschen gibt, die verdammt viel Geld haben, verdammt böse Absichten gegenüber denen, die es nicht haben, und dass sie diese Macht und dieses Geld und das Wissen, was sie von ihrem Vater und Urgroßvater bekommen haben, ausnutzen, um uns dumm zu halten, sodass wir so ein schwachsinniges und völlig absurdes Geldsystem nicht mal erkennen, nicht mal sehen, dass es da ist. Die Rede ist nicht vorbereitet. Ich mache noch mal einen kleinen Bogen zurück. Ich war zum Beispiel im Ökodorf Siebenlinden und so weiter. Und da hat man wirklich gemerkt, es gibt eine Lebensqualität. Man kann sie erreichen, man kann sie mit alternativen Wegen erreichen. Und ich habe auch im Ökodorf Siebenlinden zum Beispiel dann irgendwie 3 Wochen vegan gegessen. Dachte immer, es wäre so schwer und so, oh, und dann müsste ich ja mit einkämpfen. Da musste ich gar nicht kämpfen, da hatte ich ein wundervolles Leben und super Essen. Und es hat mir wunderbar geschmeckt, weil wir da zusammengearbeitet haben für dieses Ziel, nachhaltig zu leben. Und es war kein Kampf mehr, man konnte das einfach leben. Und ich, ja, jetzt kurz sammeln. Ja, was mir wichtig ist. Wichtig ist, dass wir anfangen, konsequent zu Ende zu denken. Ich komme aus den Bergen, sage ich jetzt mal, und außerhalb von diesem System. Und ich habe wirklich einen Schock gehabt. Ne? Also ich dachte jetzt nach 3-4 Wochen völlig nicht mehr weg von unserer Pianta Monda in Tessin, in der italienischen Schweiz. Kann ich jedem nur empfehlen, mal vorbeizureisen. Und da bin ich in die Stadt und habe gemerkt, das ist nur Schrott um mich rum, nichts, was ich brauche. Und die Pizza, die ich so heiß ersehnt hatte, hat einfach nur grottig geschmeckt. Und man kriegt es nicht mit, wie krass es ist, hier drin zu sein. Das ist eigentlich meine wichtigste Info. Das, was ihr wisst und das, was wir hier besprechen, das ist wirklich nur die Spitze von einem Eisberg. Als ich wiederkam aus den Bergen, egal welche Zeitung ich gesehen habe, welche Überschrift ich gesehen habe, es war wie in so einem Film mit der Brille. Die subversive Botschaft, diese Manipulation, ich konnte es nicht ertragen, ich konnte diese Überschriften schon gar nicht lesen. Ich habe jedes Mal einen Hirnkrampf gekriegt, als ich wirklich mal raus war von dem Ganzen. Wirklich mal clean, nur Berge, nur Natur, nur Garten und so. Und dann kommt man hier wieder rein und steht in einem Supermarkt und findet auf einmal, wo ist denn jetzt das Essen? Ich will mein Essen sehen, was ich kaufe. Das sind nur bunte Verpackungen. Ich weiß doch gar nicht, was ich da kaufe. Das ist ja irgendein, ich kaufe doch keine Farbe. Kann ich nicht essen. Also ich bin da wieder raus. Und ich konnte zum Beispiel auch kein Fernsehen sehen. Das ging nicht. Mein Gehirn konnte das nicht verarbeiten. Ich kam wieder wirklich aus der Natur und kam rein bei mir im Heimatdorf, Drum Bass aufgedreht, die sitzen da, bam, 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 irgendwie und der Fernseher an. Und ich musste mich so in die Ecke stellen, weil ich Angst hatte, einen elliptischen Anfall oder sowas zu kriegen. Ich konnte es nicht verarbeiten, diese Schnitte, diese Schnelle. Und was da mit unserem Gehirn passiert, das könnt ihr euch alle nicht vorstellen, weil ihr immer damit groß geworden seid, weil es immer Alltag ist. Ich kann es nur betonen, ey, guckt weiter, denkt die Sachen, die ihr jetzt entdeckt habt, mal konsequent zu Ende. Mal konsequent zu Ende denken. Sie konnten den 11. September bis heute unterdrücken, die Wahrheit darüber. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man mal konsequent zu Ende denken, was das bedeutet. Da soll mir einer sagen, es gibt keine Verschwörung. Das ist Schwachsinn. Tut mir leid. Wenn man alleine das mit dem Geldsystem, was er uns erklärt hat, konsequent zu Ende denkt, dass wir jeden Tag uns gegenseitig fertig machen, du arbeitslose Sau, du Bonzensau, du Chef, du fauler Angestellter, und wir hetzen da und die saugen 90% unserer Arbeitskraft einfach ab. Wir kassieren das einfach ein, wir streiten uns um die letzten 10%, erkennen nicht wie, es ist Wahnsinn, was hier passiert, wirklich, wacht auf! Ich war draußen, ich kann es wirklich bezeugen. Ich kann es bezeugen, das ist hier ein Wahnsinnsverein, was in der Schule passiert ist, Gehirnwäsche,
zum größten Teil die leichten Grundlagen, finde ich, kann man nichts gegen Sachen mehr sagen jetzt, ist klar. Aber wenn ich in der Schule, kriege ich immer wieder gesagt, das ist eine Theorie. Aber es gibt keine Gegentheorien. So, es wird immer nur das, was irgendwie als Mainstream, als wissenschaftliche Mainstream-Idee irgendwie festgestellt wird, wird als Hauptthese in den Raum gestellt. Und das weiter Nachdenken, eine Gegenthese, wo man selber dann mal anfangen könnte, was ist jetzt richtig, dazu kommt es eigentlich selten. Man darf dann das auswendig lernen, was jetzt Hauptthese ist. Das geht richtig tief und weit. Weil unsere Menschheitsgeschichte, ich habe mich jetzt 15 Jahre intensiv damit beschäftigt, es gibt einfach riesige Quader, die sind, keine Ahnung, 100.000 Tonnen schwer, komplett künstlich bearbeitet, liegen mitten in der Wüste und aus einem Stein, der sonst wie viele Kilometer entfernt ist. Da stimmen einfach ganz gewisse Sachen nicht. Es gibt die bosnischen Pyramiden, das sind keine künstlichen Berge, die sind in 2,2 Kilometer Abstand zueinander. Drei Spitzen, die eigentlich angeblich natürlich, geht nicht, das ist Schwachsinn. Leute, und damit würgen die Menschen ab. Damit werden, es denkt, ihr könnt nicht mehr, tut mir leid, ich möchte euch nicht jetzt persönlich zu nahe treten. Wir haben verlernt, konsequent zu Ende zu denken, so selber zu denken. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Sache, die uns, die gerade euch, die Anfänger, die Pioniere, die sich jetzt aufmachen, die jetzt wach werden irgendwie, begreifen können sollten, finde ich. So, wie weit es geht. Ich kann das nicht alles, das sind wirklich 15 Jahre länger. Ich bin jetzt 30, werde ich jetzt... Seit 14, 15 versuche ich früher in der Linken, in der Antifa, allen möglichen politischen Widerstand mitgemacht. Und ich bin jetzt hier gelandet und wieder wach geworden selber. Ich habe lange aufgegeben, weil ich keine Bewegung, keinen Horizont gesehen habe, keine Idee, keine Bewegung, der ich mich anschließen könnte. Ich möchte jetzt nochmal, es ist schon ganz schön lang gewesen, ich möchte noch einen Punkt sagen. Es gibt eben diese Leute, die sich heimlich treffen, ja. Und ich sage, wir sind jetzt genau die Gegenbewegung dazu. Die treffen sich heimlich, bilden Hierarchien, wählen aus, wer darf befehlen und tun immer Schritt für Schritt das, was ihnen vorgegeben wird. Hier ist nichts heimlich, alle können mich hören, alle können mich sehen, ich habe meinen Namen gesagt. Und hier ist jeder gleichwertig, hier hat jeder das gleiche Recht zu reden, solange er nicht gegen Minderheiten hetzt, was ich auch total für bescheuert halte. Egal welche Minderheiten, oder ist einfach sinnlos. Würde ich hier auch nicht gerne haben wollen, weil darum soll es eben nicht gehen, Leute noch platt zu machen, es soll darum gehen, Leute zusammenzufinden. Und das ist ja das, sie teilen sich in Logen auf, sage ich jetzt mal in Geheimen, wir machen genau das Gegenteil, aber was wir eben jetzt ganz lange nicht beachtet haben, und was ich bei Andreas Popp ganz interessant finde, dass der mal die Dimension der Zeit mit ins Spiel bringt. Leute, es kann sein, dass wir hier noch ein Jahr oder zwei Jahre nur 50 Leute sind. Aber dann kommt es darauf an, wo laufen die Leute hin, wenn Chaos ist? Wo können sie sich informieren über Tauschbörsen, über Zeittauschbörsen, über Hilfeleistungen? Wir müssen jetzt die Denkarbeit leisten, wir müssen auf das System pfeifen. Das bricht in sich zusammen, die zerfleischen sich selber, die Mächtigen dort. Die kennen nur Angst, Hass, Intrigen und werden sich jetzt auch gegen sich richten, weil... Sie bekommen jetzt Angst und ich sehe das auch kippen, dass wir weniger Angst haben und merken, wir haben einen Rückhalt, wir können jetzt hier reden. So. Ja, aufgrund der Unvorbereitung kann ich das jetzt nicht alles so auf den Punkt bringen, aber ich finde, das ist ein interessanter Gedanke. Die haben über Jahrhunderte, über Jahrzehnte, über Generationen hinweg ihren Plan geschmiedet, wie sie nach und nach irgendwie niemals ihre Macht verlieren werden. Es gibt genug Bücher darüber, wo das beschrieben wird, wie man das macht. Könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr wollt. Wie ich sage auch, ihr müsst mir nichts glauben, es geht einfach noch viel weiter. Ihr könnt auch 15 Jahre nur von Büchern, Rechner und in der Welt rumsausen und euch mit Leuten unterhalten, dann werdet ihr das alles, vieles nachvollziehen können. So. Und wir sollten jetzt... Wir sollten auch, glaube ich, einfach weiterdenken und einfach in so weit denken, dass wir uns jetzt in verschiedenen Netzwerken orientieren, weil wir sollen ins Chaos geführt werden. Entweder durch eine Wirtschaftskrise, durch eine Seuche, durch Krieg. Irgendwie wollen sie uns verunsichern, weil wir werden langsam standfest hier. Ne? Und das muss bekämpft werden, weil läuft die Zeit ab. Ich kenne die Agenda grob, ich habe sie nach und nach recherchiert und sie verschiebt sich und verschiebt sich nach hinten und das macht die Leute ziemlich nervös. Und wir können uns jetzt ganz in Ruhe hinstellen,
und selber endlich Vision haben, weil das fehlt uns. Das wurde uns konsequent genommen und sollten auch langfristige Visionen haben. Wir sollten jetzt anfangen, selber zu überlegen, wie kann das alles besser funktionieren, was für ein Geld möchten wir, dass wir in den Startlöchern stehen. Wenn sie uns ins Chaos stürzen wollen, dann stehen wir mit einer Selbstverwaltung da, die lässt sie dann staunen und da werden sie dann noch alt aussehen. Ich hoffe es zumindest. Gut, danke. Beim nächsten Mal vielleicht nochmal. Dankeschön. Spontane Rede. Ja, ich wollte noch mal ganz, ganz kurz was zum Schluss sagen. Erstmal, mir geht es noch mal ganz kurz um das Thema Medien. Und zwar, in Medien, kann ich euch sagen, wird gelogen und betrogen, manipuliert, Zusammenhänge, einzelne Sätze aus dem Zusammenhang gerissen, Videos gefälscht, etc. Der Abschuss eines syrischen Hubschraubers wurde uns als Abschuss eines ukrainischen Hubschraubers gezeigt. Bombenabwurf werden anders zugeordnet, etc. Wenn ihr irgendwo anfangt zu stutzen, ihr könnt gerne Nachrichten schauen, aber nur, wenn ihr anschließend ins Internet geht und euch über das Thema informiert, alternativ und die andere Seite auch mitseht. Es kann nicht sein, dass uns Nazis in Regierungen als gute dargestellt werden und die gegen Nazis kämpfen, sind böse Separatisten. So ist es mit vielen Themen. Wir werden immer als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, nur weil wir Theorien aufstellen oder Sachen in Frage stellen, weil wir zum Beispiel in den Himmel schauen, weil wir in die Welt schauen, weil wir uns Politik angucken, weil wir uns zum Beispiel über Syrien und Assad wirklich informieren. Es sind ganz viele Themen. Oder Türkei, Erdogan. Ist schon irgendwann mal irgendein Politiker diskreditiert worden, wenn man nicht irgendetwas wollte? Natürlich kann man gespalten zu ihm sein. Aber was sind denn jetzt die Gründe, genau warum da jetzt interveniert wird? Was hat das zu tun mit Pipelines zum Beispiel? Was hat das mit Wirtschaftsbeziehungen zu tun? Mit Iran oder mit Russland zum Beispiel? Hinterfragt doch mal oder geht einfach mal ins Internet und schaut euch mal den Verlauf der Pipelines an und schaut mal, welche Pipeline zu welchem Politiker gehört. Gazprom zum Beispiel, die Nord-Ostsee-Pipeline, das ist Schröder. Deswegen Schröder gut zu Putin. Nabucco-Pipeline ist das Gegenstück dazu, soll Russland umgehen. Wer hat in letzter Zeit am meisten auch mit gegen Putin gewettert? Natürlich, Joschka Fischer. Und wo ist er engagiert? In der Nabucco-Pipeline. Das sind die Zusammenhänge, die ihr erkennen müsst. Und dazu geht ins Internet. Das kann ich euch nur immer wieder sagen. Glaubt uns nichts. Glaubt den Medien nichts. Informiert euch selber. Schaut nach. Lest es nach. Das Internet ist voll davon. Ihr könnt es finden. Tut es einfach. So, und möchte ich jetzt zum Schluss kommen? Ich finde es ganz toll, dass ihr alle hier die ganze Zeit trotz der Hitze da geblieben seid. Ich finde das ganz klasse. Erinnere jetzt auch nochmal an unsere kleine Spendenbox. Anlage und so muss auch bezahlt werden. Aber ansonsten, ich freue mich auf nächsten Montag und hoffe, dass ihr alle jemanden mitbringt, ein oder zwei. Nehmt euch Flyer, verteilt sie, informiert eure Freunde, eure Bekannten, eure Familie, eure Arbeitskollegen etc. Und kommt nicht nur montags hierher, sondern tut jeden Tag in der Woche eine Kleinigkeit für das Ziel, was wir haben. Für Frieden mit allen Menschen in der Welt. Dankeschön. Thank you.